Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Unturned. Ja, wir sind ja in der letzten Folge zweimal gestorben. Leider, leider. Und jetzt weiß ich gleich gar nicht, was wir machen wollen. Also, ich habe gerade auch das Gefühl, es leckt wie Sau. Deshalb stelle ich gleich mal nochmal die Grafik runter. Ich habe gerade ein bisschen höher gestellt, weil das Lukas wollte. Aber wenn es nicht geht, dann macht man das einfach wieder auf Medium alles oder jedenfalls die Sachen, die ich nicht so direkt brauche. So, Medium, Medium. Müsste eigentlich alles. Ja, ich glaube, das war off. Oder? Wird das jetzt gar nicht. Machen wir einfach auf Medium. Wir wollen ja, dass das Spiel etwas ordentlich läuft. Ja, jetzt ist viel besser. Und ich weiß noch gar nicht. Wie gesagt, was wir machen. Wir versuchen, diese Folge einfach mal zu überleben. Das wäre vielleicht der beste Plan. Joa. Ich weiß gar nicht, ich habe mir gar nichts zum Plaudern überlegt. Großartig. Also hier drüben ist schon mal eine Stadt, das ist schon mal wunderbar. Ja, was machen wir? Wir spielen immer noch auf schwer. Also, sobald ich sehe, es läuft nicht auf schwer, dann mache ich es auch nicht mehr. Ich habe auch überlegt, das vielleicht auf Server zu spielen mit anderen Leuten, so ein bisschen DayZ-like. Aber ob ich das dann mache, weiß ich noch nicht, weil also es wird mir schon gefallen, aber da würde ich mich eher nach euch richten. So. Also wir haben ja mal wieder nichts an und gar nichts. Das heißt, wir suchen uns jetzt erstmal ein paar Klamotten, würde ich sagen. Bloß die Frage ist, wo? Ich würde ja mal stark annehmen hier in irgendeinem Haus. Aber ich will ja auch nicht hier von Zombies überrascht werden. Ich sehe da drinnen schon bei zum Beispiel schon wieder welche. Ja, alles nicht so leicht. Ich denke mal, wir gehen mal in dieses rote Haus hier rein. Da werden wir bestimmt was finden. Und wir werden auf jeden Fall mehr safe spielen. Ja, wo gerade safe das Wort war. Egal. Jedenfalls gehen wir hier doch nicht rein. Da liegt ein Zombie drinne. Echt kein Plan, wie wir es machen wollen. Ich denke mir mal, selbe Taktik wie letztes Mal, einfach ein Auto nehmen und über die ganze Zombie-Horde fahren. Aber ob das eine gute Idee ist, weiß ich gar nicht. Wir können ja auch erstmal hier in die Tankstelle reingehen. Was wir auch machen werden. Ganz lang. Und vorsichtig. So. Ja. Wir haben jedenfalls schon mal ein Item gefunden. Eine grüne Flare. Ja, vielleicht wird die uns noch helfen irgendwann. Wir wissen es nicht. Gas. Na toll. Ich wäre ja eigentlich mehr für Benzin. Okay. Naja, was haben wir denn hier? Chemikalien, nehmen wir mal mit. Man weiß ja nie. In so einer Apokalypse kann man alles gebrauchen. Und eine Flare. Und eine Kasse. Hier fliegen gleich mal 10 Euro raus. Oh. Mein Kumpel hat aufgehört, Battlefield 3 zu spielen. Alles klar. Hier haben wir Salat, nehmen wir mit. Da liegt nichts, da liegt was. Granola Bar. Oh nein, ich werde wieder verrecken, ich sehe das. Schön rennen, einfach rennen. Scheiße, ey, ich werde schon wieder verfolgt. Das meine ich. Mach den kleinsten Oh nee, ich sehe es, ich verrecke mich schon wieder. Dammit.
Also, ich finde, wenn wir alle 5 Minuten sterben und im Singleplayer, bringt das nicht sonderlich viel. Aber wir machen erstmal weiter. Ich sag's gleich mal vorneweg, ich will nicht von Lukas haben, dass der mir hier in ordentlichem Best-of vorzeigt, wie viel mal ich gestorben bin. Das sage ich gleich vorneweg. Wehe dir, Lukas. Ich weiß genau, der schaut die Videos. Und naja. Na toll. Und alles beginnt von vorn. Wir müssen echt vorsichtiger spielen. Ich mache jetzt keine Fehler mehr. Und das habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich weiß bloß ehrlich gesagt gar nicht, wie wir das alles anfangen wollen. Ja, übrigens mal nice von euch, wenn ihr mir schreibt, was für ein Ziel ich haben soll. Weil jetzt zur Zeit laufe ich ja eigentlich hier nur rum. Das heißt, ihr schreibt mir einfach irgendwas in die Kommentare und ich versuche dies zu berücksichtigen. Und ja, dann heißt es zum Beispiel Haus bauen oder Riesenzombie töten, irgendwas. Hauptsache irgendein Ziel. Oder vielleicht die beste Waffe zu finden oder halt irgendwas, was ich als Anreiz habe. Okay, Zombie. Ja, ein zweit wegbleiben. Hier liegt nichts. Das ist scheiße auf Deutsch gesagt. Das war ein großer Zombie, den habe ich gehört. Das heißt, wir laufen einfach weiter. Ich werde direkt unter uns ist so ein Riesenzombie. Der macht uns mit einem Schlag. Fuck, das ist ein schneller. Also langsam an ihm vorbeilaufen. Vorsichtig. Der steht schon da, als wird er was Böses wollen. Aber wir laufen einfach weiter, so dass er uns nicht interessiert. So, jetzt können wir mal ein bisschen sprinten. Okay, da unten ist die Feuerwehrstation und daneben gleich die Polizei. Ich wette, da finden wir irgendwas, was wir brauchen. Und mein Ziel ist es, jetzt jedenfalls, länger wie 2 Folgen zu überleben. Da ist ein Helikopter. Geil, oh, ich war noch nie in so einem Helikopter. Ich will ja eigentlich mal fliegen. Ich schaue da jetzt erstmal nach. %5, okay. Drüben gibt es Sachen. Wir machen jetzt alles auf Nummer sicher. Wenn wir irgendwo nicht rankommen, gehen wir da auch nicht ran. Aber Polizeistation. Oh, da liegt ein Zombie. Langsam und vorsichtig. Polizeicabby. Liegt aber nichts weiter eigentlich. Noch ein Cappy. Jedenfalls haben wir einen Polizeicap. Das ist gut. Jedenfalls irgendwo. Okay. Wir laufen weiter durch die Straßen von Washington. Vielleicht finden wir auch einen Rucksack. Würde mich ehrlich gesagt sogar freuen. Scheiße, hier liegt gar nichts. Wir haben einfach kein Glück.
Wenn euch das auch nicht gefällt, dass ich auf schwer spiele, stelle ich das einfach auch mal auf leicht. Und schau mal, ob euch das besser gefällt, weil wir da ja auch mehr finden und mehr Glück haben, generell. Weil wenn das so weitergeht, verhungern wir und es ist totale Langeweile. Die Sonne geht auch langsam unter. Der Himmel scheint rot. Da hinten sehe ich einen Kanister, oder? Ist das ein Kanister? Wenn ja, haben wir Glück. Ja, das ist so ein Kanister. Den können wir gut gebrauchen. Dann tankt man nämlich einfach den Helikopter auf und fliegen hier weg. Das finde ich eigentlich eine ganz geile Idee. Und das werden wir uns auf jeden Fall auch vornehmen. Bloß, ob das wirklich so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht mal, wohin wir fliegen. Ich denke mir mal, wir fliegen zu dem Ort, wo wir gestorben sind. Wenn dann nämlich unser Zeug noch liegt, können wir das nämlich gleich einsammeln. Also ich rede jetzt von der Armbrust, die wir beim ersten Mal gefunden hatten. Weil dann hätten wir nämlich mal wieder eine Waffe. Hoffentlich macht das dann auch keinen Lärm. Ich gehe mal schnell im Wald, um mir noch schnell eine Übersicht zu erschaffen. Gut, jetzt können wir mal ein Stück rennen. Gut. Also, ich finde, das war eine glorreiche Folge. Es ist zwar nichts passiert, aber es war definitiv mehr als genug. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar oder ein Like da. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und jedenfalls, ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt.